Business Management ist Führungsaufgabe. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, eine Kultur zu etablieren, wo Wissensteilung zählt, dann werde ich keine Wissensteilung haben. Und wenn ich als Führungskraft nicht Wissensteilung honoriere, dann werde ich keine Leute haben, die das als Teil ihrer Arbeit oder als Schwerpunkt ihrer Arbeit sehen. Das heißt, es liegt in der Regel an jeder einzelnen Führungskraft, die verantwortlich für ein Team ist, dass dort der Wissensaustausch im Team, aber auch über die Teamgrenzen hinaus im Sinne des Unternehmens funktioniert. Ich denke, das Wesentliche ist, dass man wirklich ein Umfeld schafft, in dem es ermöglicht wird, Wissen leicht auszutauschen und in dem man eben keine Barrieren hat, in dem es möglich wird, das sehr, sehr schnell und einfach eben zu tun. Und das war bisher das Problem in Wissensmanagement-Ansätzen. Wenn das zu lange dauert, zu kompliziert ist und zu viele Hürden hat, dann macht man es einfach nicht, weil es immer wichtigere Dinge gibt in dem Moment. Und ich denke, das ist bei uns genau der Erfolgsfaktor. Und zum anderen, finde ich, stimme ich absolut dem Stefan ehrlich zu, es ist eine Sache, die vorgelebt werden muss. Das heißt, man braucht Vorreiter, man braucht das Management und Führungskräfte, die da sich engagieren. Und man braucht auch wirklich Mitarbeiter, die dann mitziehen. Und da haben wir jede Menge davon und sind einfach stolz drauf, was da passiert.